Hallo und herzlich willkommen im Wald. Bisschen Ausrüstung, schon wieder. Aber zurzeit ist halt aktuell wegen Grönland und so weiter, da sind halt viele Ausrüstungsthemen bei mir gerade im Kopf recht prägnant vorhanden und wird das eine oder andere neu angeschafft und daher kann man da viel zu erzählen. Ne? So, das Ding habt ihr schon, also wenn ihr meine Ausrüstungsvideos guckt, habt ihr dieses Ding schon häufiger gesehen. Das ist meine, bisher war das meine aktuelle Isomatte, die ich primär verwende für die allermeisten Angelegenheiten. Jetzt nicht für so eine einfache Waldübernachtung, da nehme ich dann gerne mal eine Feststaum-Isomatte, aber für die meisten Sachen habe ich doch die hier genommen. Ne? Das ist eine Expat Synmet Ultralight S. S steht für Short, Ultralight steht für ist recht leicht. Die wiegt, ich habe sie jetzt nachgewogen, ganz frisch, die Matte selbst, ohne Hülle, ohne alles, nur die Matte, wirklich rein Matte, wiegt die 430 Gramm. Dafür ist sie aber, wie der Name schon sagt, S Short, ziemlich kurz. Ne? Packmaß sehen wir hier. Die Alternative, die mich sehr gereizt hat und die ich mir jetzt auch zugelegt habe und ich möchte sie euch jetzt mal zeigen und in direkten Vergleich mit der Expat vorstellen. Ich will noch nicht sagen, dass die jetzt super, super, super toll ist, weil ich habe sie noch erst seit kurzem und das ist also keine wirkliche Review zu dem Ding, sondern jetzt wirklich nur mal kurz eine Gegenüberstellung, wer überlegt, wo sind denn die Unterschiede zwischen Expat und Thermarest. So, und da muss man als erstes sagen, gut, die ist ein bisschen größer. Ja? Man muss allerdings auch noch dazu sagen, der Packsack ist ein bisschen größer als die Matte. Und deswegen habe ich im Packsack noch einen Haufen Platz für zusätzliches Zeug. Und das finde ich schön, muss ich sagen. Hier ist der Packsack nämlich so eng. Mit Mühe und Not kriegst du dann noch ein Kopfkissen zusätzlich zu dem, was rein muss. Also der Matte plus dem Aufpumpbeutel. Kriegst du mit Mühe und Not noch ein Kopfkissen zusätzlich rein. Und das Reparaturset. Ja? Mit Mühe und Not. Dann ist aber wirklich voll. Hier hast du noch Platz neben der Matte für ein Schlafsack-Inlet. Das besagte Kopfkissen. Da würde jetzt auch noch irgendeine Kleinigkeit reinpassen. Den Aufpumpsack. Und dann kommt erst die eigentliche Matte entsprechend zum Vorschein. Und wenn man den ganzen Kram weglässt, dann ist das Packsäckchen nur noch so groß. Und dann haben wir ungefähr 1 Liter Volumen. Verglichen mit dem Ding heißt das, das ist ein klein wenig kürzer, potenziell ist aber etwas dicker. Also vom Packmaß her ist die hier noch, okay, aber da ist jetzt zugegebenermaßen auch jetzt der Pumpsack noch mit drin. Ne? Wenn man den Pumpsack rausnimmt, dann ist die definitiv kleiner. Also vom Packmaß her, die Synmet, die Ultralight Synmet ist kleiner. Das ist schon so. Ne? So, ja, jetzt ist sie nämlich so kurz. Und wenn wir jetzt das da gegenüberstellen, dann sind sie beide gleich kurz und die untere ist halt nochmal deutlich dünner. Gut, so viel zum Packmaß. Aufpumpbeutel, ne? Nur weil ich sie gerade in der Hand habe. Bei den Expat-Matten wird der sogenannte, und den hatte ich schon mehrfach gezeigt, Schnotzelbag mitgeliefert. Der Schnotzelbag ist ein geniales Ausrüstungsteil. Ich finde den nach wie vor super, super toll. Das ist ein Multifunktionssack, mit dem man erstens eine Isomatte aufblasen kann, zweitens Wasser reinfüllen und hier unten aus diesem lustigen Schnotzel duschen kann, habe ich auch schon gemacht. Man kann ihn super als Packsack gebrauchen. Man kann ihn als Kompressionssack gebrauchen, indem man da irgendwas Großes reintut, einen Schlafsack zum Beispiel, dann schön zusammenrollt. Ne? Dann hat er hier noch sogar so einen Klippverschluss. So. Entschuldigung, ich bin gerade zu doof. Jetzt kann man den hier entsprechend zumachen. Gehen wir mal davon aus, ich hätte ihn so lange gerollt, bis er dicht ist, luftdicht. Und wenn man jetzt hier drin eben den Schlafsack mit der vielen Luft hat, kann man die Luft rausdrücken und die entweicht hier vorne durch den Rüssel, durch den Schnotzel. Und dann macht man den Schnotzel entsprechend zu. Und dann hat man einen sehr stark komprimierten Schlafsack, einfach dadurch, dass man ihn fast vakuumieren kann. Fast. Das hebt nicht ewig an, aber man kriegt ihn dann erstmal in den Rucksack rein. Und wenn er danach noch ein bisschen auseinander geht, ist egal, dann ist er im Rucksack drin. Im Gegenteil, das ist sogar ganz praktisch, weil der füllt den Rucksack dann wunderbar alle Hohlräume aus und das trägt sich sehr, sehr, sehr angenehm. Also auch für sowas, so ein Schnotzel, eine hervorragende Sache. Der Schnotzelbag, anders als ich bisher früher behauptet habe, ich habe ihn inzwischen endlich mal auf einer genauen Waage nachwägen können, wiegt 60 Gramm. Jetzt gibt es verschiedene Leute auf dem Planeten. Die einen werden sagen, das ist doch nichts. Und die anderen werden sagen, oh ja, das ist ja schon relativ viel für einen Packsack, in Anführungszeichen. Natürlich kann man den auch als Fressaliensack nehmen. Man kann seine Klamotten drin transportieren. Man muss ihn nicht einfach so nur als Schlafsack, Isomattenpumpe mitführen. Das muss man wirklich nicht machen. Die Multifunktionalität von diesem Ding ist wirklich toll. Und deswegen mag ich den Schnotzelsack sehr gerne.
im Vergleich gibt es von Thermarest diesen Pumpsack. Der ist erheblich kleiner. Ne? Der wiegt zugegebenermaßen 6 Gramm weniger. Ah, große, es ist super ultra leicht. Ja? Große Gewichtsersparnis, 6 Gramm. Ist aber wirklich erheblich kleiner als eben der Schnorzelsack. Und den habe ich hier schon ein bisschen zugeknotet, wenn man den auf ganzer Länge. Der hat schon wirklich Volumen. Ja? Also in den Schnorzel, da geht schon richtig, richtig, richtig was rein. Das Ding, ja, das macht schon einen Unterschied. Das sind bestimmt 2-3 Liter, die der hier kleiner ist. Mindestens. Dafür ist er leichter. Ja? Er hat keinen solchen Rollbügelverschluss, sondern so ein einfaches Zipperchen, mit dem man ihn zuziehen kann. Die Öffnung ist dann logischerweise auch nicht luftdicht verschlossen. Und weiterer großer Nachteil, die Multifunktionalität von diesem Sack ist erheblich eingeschränkt im Vergleich zum Schnorzel, der sogar wasserdicht ist. Das wird auch stark wasserabweisend sein, aber wasserdicht ist es auf keinen Fall, weil aus technischen Gründen, damit das ein Pumpsack ist, hat der hier vorne dieses Ding und da ist eine Öffnung, ja, und die kriegt man auch nicht zu. Man kann den Sack also auch nicht als Kopfkissen nehmen. Ein Schnorzel kannst du auch mit Luft befüllen, wenn du wirklich überhaupt keine Kleidungsstücke da hast, kannst du einen Schnorzel diesen hier machen, ne? Und dann bindest du dir meinetwegen hier noch eine Schnur drum, wenn du das anders nicht zukriegst oder so, und dann hast du ein Kopfkissen oder eine Schwimmhilfe oder was auch immer. Für irgendwelche Survival-Zwecke ist der brauchbar und die Luft bleibt da größtenteils drin. In einem ganz langen Zeitraum geht vielleicht ein Teil raus, okay, aber es geht. Ne? Das gleiche mit dem Ding hier machen wollen, ich zeige mal kurz vor. Wusch. Luft entweicht, entweder hier oben raus, wenn sie oben nicht raus entweicht, dann entweicht sie unten zumindest ganz langsam raus. Jetzt ist hier ja noch dieses Ding, ne? Dieser Riemen. Und dieser Riemen macht bei entsprechender Pressung des Sacks, verhindert der Riemen schon, dass die Luft allzu schnell rausgeht, aber sie geht raus. Ja? Es ist nicht so, dass der sofort platt wäre, aber du kriegst ihn nicht luftdicht. Das heißt, als Kopfkissen mit Klamotten reinstopfen, ja, das geht. Und als Packsack, um irgendwas zu verpacken, klar, das geht auch. Aber das war's dann mit der Multifunktionalität. Duschen ist nicht, Vakuum aufbauen ist nicht. Aber bei der Frage, was hat den besseren Sack? Definitiv Exped. Hülle, ne? Nur mal spaßeshalber. Da muss man sagen, hat Exped noch mal ein bisschen mehr. Exped ist ja eine Schweizer Firma, die überall draufschreibt, designed in Switzerland, made in, schieß mich tot irgendwo. Ja, China, keine Ahnung, bestenfalls noch China. Also die stellen garantiert nichts in Deutschland, in Europa her. Ja? In der Schweiz sowieso nicht, das kann kein Mensch bezahlen. Das finde ich immer so ein bisschen negativ. Ne? Wenn du ein Land, also jetzt muss ich die Schweiz mal ein kleines bisschen Schweizer bashen zwischendurch. Ich habe sie neulich gelobt in dem Video, was ich hier vorgedreht habe. Deswegen muss ich das jetzt ausgleichen. Das wisst ihr zwar nicht, aber das Leben ist wirklich ungerecht und gemein. Jedenfalls, das finde ich ein bisschen blöde. Ne? Designen tust du klar bei dir daheim, aber zusammennähen kann dann kein Mensch bezahlen, wenn man es in dem gleichen Land machen würde. Irgendwie, für mich hat das so, ja, Globalisierung. Ist nicht aufzuhalten, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, wie immer alle denken. Vielleicht, ich weiß es nicht, ich finde es doof, mir gefällt es nicht. Das soll keine Werbung für die Firma sein hier, wirklich nicht. Das Hemd ist zwar toll, aber das ist auch uralt. Egal. Der Sack hat schon ein gewisses Knopfhoff, ne? Der ist schon ein wenig durchdacht, weil erstens hat er hier hinten so einen schönen Fingerhaken, damit man ihn schön abziehen kann. Zweitens hat er hier drin noch so ein extra Säckchen und da ist das Reparaturkit drin. Dazu kommen wir gleich. Der Sack hier ist tatsächlich ein Ticken schwerer als der Packsack von Thermarest, was daran liegt, dass der Packsack von Thermarest kein extra Täschchen für das Reparaturmaterial hat und auch hinten keine Lasche, wo man schön was rausziehen könnte, sondern er ist einfach nur ein Sack. So, fertig, aus, Punkt, Amen. Und dadurch, dass er kein Täschchen für das Reparaturmaterial hat, liegt das einfach unten drin und fällt dann gerne mal raus. Und ich frage mich, wie lange es dauert, bis ich es verliere. So, trotzdem, ich finde, aufgrund des höheren Volumens und der einfachen Einpackung, man kann die Isomatte wirklich relativ locker rollen, musste sie jetzt nicht wirklich perfekt rollen und sie packt es trotzdem noch in ihren Packsack und sie ist vom Volumen her dann immer noch ganz in Ordnung. Hier muss die Isomatte wirklich super aufgerollt sein, um da noch reinzupassen. Und das kann manchmal nervig sein. Daher
Packsack gewinnt Thermarest. Kommen wir zum Reparaturkit. Und da muss ich sagen, Thermarest, sehr innovatives Reparaturkit, habe ich so noch nicht gesehen. Die haben hier einmal Glue Dots. Ich hoffe, man kann da irgendwas erkennen. Das sind einfach Punkte mit Klebstoff, die auf einer Folie aufgebracht sind, die man dann, das ist wie doppelseitiges Klebeband. Man zieht die eine Seite ab, oder wie Blasenpflaster, genau wie Blasenpflaster, wer die kennt, legt dann den Glue-Dot auf die Stelle, wo das Ding kaputt ist, zieht dann die Oberseite ab und klebt dann, nachdem der dann schon gut klebt, der Glue-Dot, und dann klebt man einen Flicken, die sind hier eben entsprechend da drüber, und dann ist das Ganze wohl offensichtlich sehr gut geflickt. Das ist dahingehend schön, dass man keine Tube dabei haben muss, dass man sonst nicht viel braucht. Man hat mit zwei Glue-Dots und zwei Flicken, mehr wird leider nicht mitgeliefert, das könnte eigentlich schon noch ein bisschen mehr sein, denke ich. Andererseits, die Matte ist sehr robust, kommen wir gleich noch zu. Dann auch schon ein wirklich minimalistisches, das nichts wiegt, das wiegt ein Gramm, Reparaturkit dabei. Finde ich cool. Bei Expert muss ich wirklich meckern, was das Reparaturset angeht. Und ich mag die Matte eigentlich gerne, aber erstens, so sonderlich robust ist sie nicht, war sie nie. Man hat immer ein bisschen Angst gehabt, dass man sie kaputt macht. Und zweitens, jetzt habe ich sie mal kaputt gemacht. Sie hat seit kurzem ein Loch. Ich habe es geflickt, aber... das konnte ich nur deswegen flicken, weil Evelyn ihre Matte auch dabei hatte und bei ihrer Matte ein funktionierendes Reparaturset dabei gewesen ist. Denn als ich es jetzt einmal gebraucht habe, mein mitgeliefertes, original verpacktes Reparaturset, habe ich festgestellt, dass meine Tube so aussieht. Super flach, ne? Und ich habe die wirklich nie benutzt. Ich habe sie aufgestochen, sie war noch versiegelt. Mit dem Käppchen hier, da ist so ein Dorn in der Kappe, den muss man dann andersrum hier wieder draufsetzen, dann sticht man die hier ein und dann soll da logischerweise der Klebstoff rauskommen. Und dann habe ich festgestellt, dass bei meinem mitgelieferten Reparaturkit, ja, das muss ein Montagsprodukt gewesen sein, anders kann ich mir das nicht erklären, das ist bei so hochwertigen Outdoor-Produkten auch wirklich ein Problem, weil hätte ich nicht noch ein anderes Reparaturkit in Form von Evelyns Reparaturkit dabei gehabt, hätte ich meine Isomatte nicht reparieren können. Keine Chance. Ohne Klebstoff geht es nun wirklich nicht. Und der ist vollkommen ausgetrocknet. Da kriegst du bestenfalls so einen dickflüssigen Brei da noch irgendwie rausgedrückt, der in keinster Weise irgendwie klebt. Also mein Reparaturkit ist völlig von den Arsch. Das war kaputt. Ne? Und hier steht wirklich noch drauf, Expert Textilglue. Das ist original. Das ist so. Ja? Also da war ich schon ein wenig überrascht. Ich habe das nie gemeint überprüfen zu müssen, und es hat mich schon gewundert, dass die Tube so dünn ist, aber ich habe gedacht, ja gut, 2-3 Tropfen werden ja reichen und 2-3 Tropfen sind ja bestimmt drin, und nö, sind sie nicht. Also dafür ein fettes Minus, auch wenn die Matte sonst eigentlich mir wirklich treue Dienste geleistet hat, ich weiß nicht, wie viele Nächte ich drauf gepennt habe, 100 bestimmt. Das Thermarest Reparaturkit habe ich euch gezeigt, da das Thermarest Reparaturset keine eingetrocknete Tube haben kann, weil keine Tube dabei ist und generell einfach von der Technik, von der Idee her meiner Meinung nach innovativer ist und nichts wiegt. Das Ding wiegt 7 Gramm. Ist mir das definitiv lieber. Definitiv. Auch wenn man es nicht in einem kleinen Extra-Täschchen verpacken kann. So. So, Matte selber. Also, das Ding sieht so aus. Im zusammengerollten Zustand wiegt 230 Gramm. Quatsch, 430 Gramm. Das ist sehr leicht. Das ist so im definitiv unteren Bereich des Gewichtes von Isomatten. Das ist noch nicht ultraleicht. Es ist eine Leicht-Isomatte. Sie heißt zwar ultraleicht, aber sie ist nicht ultraleicht. Wenn wir uns im Ultraleicht-Bereich umgucken, dann kriegen wir Isomatten, die was um die 300 Gramm, und neuerdings gibt es auch Isomatten in dem Bereich 250, 230 Gramm, wohl angeblich. Da findet man dann auch sowas. Letztere sind dann aber wirklich reine Sommermatten. Die haben kaum Isolationswirkung, die sind einfach nur noch bequem. Also quasi eine Luftmatratze mit sehr, 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 sehr dünnem Stoff. So, das Ding hat eine Isolationswirkung auf dem Papier bis minus 6. Die rote, orangene Serie von den Expert-Matten sind alle bis minus 6 auf dem Papier. Ich weiß nicht mehr, wie der R-Wert dazu heißt. Ich merke mir lieber die Gradangabe, weil mit dem R-Wert, das ist ganz schön, aber wirklich was mit anfangen kann ich damit nicht. Jedenfalls, ne? Soweit, so gut. Die haben hier die Wabenstruktur, damit man nicht so rumrutscht, wenn man drauf liegt. Und jetzt ist es die kurze Variante. Die kurze Variante soll heißen, das Ding, man kann es hier ganz gut erahnen, ist ein bisschen kurz. Und das ist auch zu kurz für mich.
muss ich ganz ehrlich sagen. Ich passe da nicht komplett drauf. Das war mir immer egal, weil ich mit den Füßen nicht unbedingt auf der Matte liegen muss. Dass die runterhängen, war mir also wurscht. Ich habe dann meistens meinen Rucksack dann auch hingelegt und hatte ich halt mit den Füßen auf dem Rucksack gepennt und das war alles in Ordnung. Und dadurch, dass sie halt wirklich deutlich kürzer ist als normal und nochmal viel kürzer als die Large-Variante, die extra lang ist, damit auch lange Leute wie ich hundertprozentig ganz drauf passen, habe ich halt enorm Gewicht gespart. Deswegen ist die mit 34 Gramm auch vergleichsweise leicht für eine 3-Jahreszeiten-Isomatte. Ne? Ich dachte, sie wäre für eine 3-Jahreszeiten-Isomatte relativ leicht. Das ist sie auch nach wie vor. Also da gibt es, wenn man sich andere Modelle anguckt. So, pumpen wir die mal spaßeshalber auf, um kurz zu demonstrieren im Vergleich, wie das mit dem Gepumpe funktioniert. Also, wir haben hier jetzt diesen Schnotzel, ne, der hat hier seinen Anschluss und wir haben hier zwei Ventile. Wir haben ein Ablassventil, das ist das da, und wir haben ein Aufpumpventil, das ist jenes hier. Das ist ein Rückschlagventil, da geht also auch keine Luft mehr raus, wenn sie mal drin ist. Das ist schön. Das hat die andere nicht. So, jetzt schließt man hier den Schnotzel an und jetzt macht man mit dem Schnotzel, je nachdem, ob Wind geht. Wenn Wind geht, hebt man ihn einfach in den Wind, dann geht er von alleine voll. Wenn kein Wind geht, macht man diesen. Und dann hat man Luft drin. Das war jetzt nicht ganz optimal, macht aber auch nichts. Nachteil, wenn du jetzt mit der Matte hantierst und den Schnotzel drehst, dann kriegst du hier einen Knoten und dann kannst du nicht pumpen. Weil wenn ich jetzt drücke, dann geht da keine Luft rein. Wenn ich jetzt, das heißt, ich muss immer gucken, dass ich keinen Knoten da mache und das kann ein bisschen nerven. Das kann wirklich ein bisschen nervig sein. Je nachdem, wie man sitzt und in welcher Position die Matte liegt, kann man da schon ganz schnell einen Knoten machen. Aber selbst im Zelt, wenn man im Zelt aufpustet, ist das mit dem Luft einfangen, jetzt hat es gut geklappt, ne? Jetzt habe ich viel Luft, mit diesem Sack relativ einfach und mit spätestens, jetzt bei der kurzen Variante der Matte, 4 Säcken, viermal den Schnotzel, ist die Matte dann normalerweise auch voll. Und schmeißt die Kamera um. Ne? Also jetzt ist sie... Die ist jetzt nicht super voll, aber ihr habt gesehen, das war jetzt ungefähr 3-mal. Will man sie so richtig prall voll haben, muss man mit dem Mund noch ein bisschen nachpusten. Den letzten Rest schafft man mit dem Schnotzel nicht mehr. Das ist aber nicht so dramatisch. So, das Aufpumpen funktioniert hervorragend bei den Expat-Matten, bei allen. Ich habe noch andere getestet. Das ist immer sehr gut mit dem Schnotzelsack. Das ist wirklich ideal. Da haben sie ganz tolles Know-how bewiesen, die Schweizer. Ganz toll innovatives System. Wirklich tippitoppi. So, jetzt sehen wir. Wir haben hier so eine Riffelung. Das kann man beim Schlafen sehr, sehr angenehm finden. Da fliegt jetzt übrigens eine Mücke vor dem Objektiv rum, falls man die im Bild sieht. Weil man kann quasi, insbesondere wenn man schmaler ist als die Matte, liegt man mit den Armen hier in so einer Kuhle und hat einfach das Gefühl, dass man recht stabil liegt. Bei leichter Seitenschräglage, ne, erhöht das die Stabilität im Sinne von der Matte runterrollen. Dafür hat man allerdings nach unten relativ gute Gleitmöglichkeiten, ja, um da runter zu rutschen. Also da ist die Stabilität, Anti-Gleitstabilität nicht ganz so toll. Die Wabenstruktur ist zwar dafür da, um das zu verhindern. Das funktioniert auch bis zum gewissen Grad sicherlich. Es ist völlig in Ordnung. Es ist völlig in Ordnung. Ich habe da nie was Negatives dran gemerkt. Die Matte ist mit, ich glaube, 6 oder 7 Zentimetern oder waren es 5? Ich glaube 6, ich weiß es nicht, aber sie ist auf jeden Fall dick genug, um wirklich bequem zu sein. Man liegt da ganz hervorragend drauf. Da kann ich nicht wirklich sagen, dass das in irgendeiner Form negativ wäre. Übrigens den Flicken, wer den sucht, ich suche ihn mal selber. Da ist er, hier, man kann ihn schön sehen. Leider, und das habe ich auch erst recht spät rausgefunden, haben die Expat-Matten den Ruf, nicht sonderlich stabil zu sein. Innerhalb der, die sind alle nicht sonderlich stabil, diese Aufpustmatten. Ja? Aber die Expat-Matten sind vergleichsweise noch fragiler, als es andere sind. Sie geben auch keine Stabilitätsangaben zu dem verwendeten Stoff an. Andere Hersteller machen halt so Angaben wie so und so viel D-Nylon. Hier gibt es überhaupt keine Angaben zu, weil man offensichtlich hat man keine Daten, auf die man stolz sein kann und hält deshalb einfach die Klappe. So interpretiere ich das. Ja, und womit habe ich jetzt dieses Loch zustande gebracht, was hier drin ist? Und vor allen Dingen ist es ein wirklich relativ langer Riss gewesen, so etwa 2 Zentimeter lang, mit einer Buchecker-Hülse. Ja? Und wer Buchecker-Hülsen kennt, die sind unangenehm und die tun auch ein bisschen weh, wenn man barfuß drauf tritt, aber mehr auch nicht.
Ja, also die Stacheln an einer Bucheckerhülse sollten eigentlich nicht besonders scharf sein. Ich habe die auch nicht mit wahnsinniger Gewalt da reingedrückt. Und das ist ja auf der Oberseite. Ja? Das heißt, ich bin auch nicht mit meinem ganzen Körpergewicht auf der Buchecker gelegen, mit der Matte drunter, sondern es ist mir eine Buchecker auf die Matte gefallen. Ich habe mich mit dem Schlafsack wieder draufgelegt. Und das hat scheinbar dann auch schon gereicht, dass ich dann die so ein bisschen auf der Matte bewegt habe. Die lag in meinem Schlafsack, die Buchecker. Dass die Buchecker durch meinen Schlafsack durch, also nicht meinen guten Schlafsack, keine Sorge, war so ein ganz einfacher Sommerschlafsack, aber durch den Schlafsack durch einen 2 cm dicken langen Riss in diese Isomatte gerissen hat. Und das ist meiner Meinung nach schon peinlich. Man fragt sich ja immer, wann hat man endlich mal ein Loch, wie oft hat man Löcher, und das war das erste Loch, was ich in dem Ding jetzt drin hatte, aber durch eine Buchecker finde ich wirklich nicht so besonders prickelnd. Ich liege gleich noch Probe. Kommen wir zur Thermarestmatte. Die Thermarestmatte ist vom Stoff her, erstens mal sieht das optisch meiner Meinung nach gleich ganz anders aus, wenn wir uns im Vergleich nochmal das hier angucken. Ne? Dieses weiche, angenehme Material ist die Unterseite der Thermarestmatte. Die sieht nicht nur massiv aus, die ist massiv. Das ist 60D-Nylon. Das ist Zeug, das taugt auch für Rucksäcke, ne, von der Reißfestigkeit her. Es gibt so massive Panzerjacken, die haben auch 60D-Nylon und die sind nahezu unzerstörbar. Also heißt, die Unterseite platt zu kriegen, ne? Bei der Thermarest, Xterm heißt die übrigens, aber das habt ihr aus dem Titel wahrscheinlich schon entnommen, das ist fast unmöglich. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das, da muss man sich schon große Mühe geben und einen wirklich, wirklich spitzen Stein erwischen oder wirklich irgendwelche Brombeerstacheln oder Rosendorn oder wirklich was so richtig Spitzes, dass man ein kleines Loch reinbekommt. Aber Betonung liegt auf ein kleines Loch. Einreißen tut das bestimmt nicht mit 60D-Nylon. Weiß nicht, wie das gehen soll. Das fühlt sich wirklich massivst an, hat ein ganz, ganz tolles, massives Gefühl. Du kannst dir nicht vorstellen, dass diese Matte irgendwie kaputt geht. Aber das ist jetzt der erste Eindruck. Ich habe sie ja noch nicht lange, wie gesagt. Innenseite ist dann ein deutlich kuscheligeres Material, ein deutlich helleres Material. Aber auch das fühlt sich erheblich massiver an als die Unterseite von der Expat-Matte. Die hat überhaupt kein Material, das sich in irgendeiner Form massiv anfühlt. Ne? Die ist nicht unbequem, ist auch nicht schlecht, aber allein was die Stabilität angeht, ist schon ein großer Unterschied. So, jetzt muss man wissen, die Thermarestmatte, die ist nicht besonders breit. Ne? Wirklich nicht besonders breit. Ein Hauch schmaler als meine Expat-Matte, aber dafür ist sie auch auf voller Länge. Also die ist jetzt so lang wie ich. Die kann ich jetzt nicht mehr ganz in die Kamera halten, was einfach daran liegt, dass sie jetzt so lang, da passe ich auch vollständig drauf. Ja, also ich kann die Füße auf der Matte haben und gleichzeitig noch mit dem Kopf oben liegen, ein Kopfkissen verwenden und ich passe komplett drauf. Ich bin 1,89 Meter. Ohne Hut. Und das ist schon schön. Ja? Dafür hat sie eine Mumienform. Sie ist nicht rechteckig, wie dieses Ding. Ne? Quadratisch praktisch, naja, quadratisch nicht, aber rechteckig halt, sondern sie hat wirklich eine ausgeprägte Mumienform, was ich gut finde, weil dann schleppt man kein Material mit sich rum, was man nicht braucht. Und deswegen, weil sie die Mumienform hat und wegen irgendwelcher tollen technologischen Vorteile, die Thermarest offensichtlich auf dem Isomattenmarkt hat, die Expat scheinbar nicht hat, auch wenn sie viele gute Ideen haben, aber das Mattendesign selber nicht so ausgetüftelt ist wie bei Thermarest, ist das hier die leichteste warme Isomatte auf dem Markt. Keine andere warme Isomatte ist so leicht bei der Temperaturleistung. Ja? Also pro Gramm Matte kriegst du bei keiner anderen Matte mehr Wärme sozusagen. Ja? Das klang verlockend und das ist auch tatsächlich so. Ich habe wirklich den kompletten Isomattenmarkt durchsucht. Keine Matte ist wärmer pro Gewicht als die Xterm von Thermarest. So gesehen ist es vom Gewicht her die ultraleichteste 4-Jahreszeiten-Isomatte, die wirklich bis richtig kalte Temperaturen noch ordentlich heizt, nämlich bis minus 22, rein theoretisch. Aber auch das Ding hat Nachteile und das sehen wir jetzt beim Aufpusten, denn es hat nur ein Ventil, das ist das hier. Das spart Gewicht, ne? Und das kann man jetzt aufschrauben. Und jetzt kann man das Ding per Mund aufpusten. Offiziell geht das, offiziell darf man das, sagen die. Aber der Grund, weshalb man das Ding mit dem Schnotzel aufpustet, ist, dass da keine Atemfeuchtigkeit in die Matte gelangen soll, die dann da drin irgendwie für Feuchtigkeit sorgt und da drin irgendwelches Zeug schimmeln lässt. Ja?
inwiefern das wirklich passieren kann, darf man sich durchaus fragen. Hier sind immer wieder mal irgendwelche Tiere unterwegs. Aber ich wollte das Risiko nie eingehen und habe sie immer mit dem Schnorchel aufgepustet. Hier hast du auch die Möglichkeit, das mit dem Packsack aufzupusten, aber das ist ein relativer Krampf verglichen mit dem Schnorchel. Mit dem Schnorchel geht es sogar noch schneller als per Mund. Schnorchel benutzen ist also immer eine gute Alternative. Hier musst du mit dem Packsack Folgendes tun. Und dann greift durch den Packsack, hat dann jetzt hier unten ja dieses tolle Loch. Man kann es jetzt hier ganz gut sehen, wenn meine Finger da sind. In der Mitte ist eben diese Öffnung, die ist elastisch. Und diese Öffnung zieht man jetzt wie so ein anderes Objekt aus Plastik, das man über Dinge drüber zieht. Über dieses Ventil, ja, das sitzt dann da drüber und schließt da dann auch mehr oder weniger luftdicht ab. Und ne, man kann das hier jetzt, glaube ich, ganz gut sehen, ja, so einigermaßen. So, und jetzt soll theoretisch das Ganze luftig abgeschlossen sein ums Ventil. Und jetzt kannst du auch mit diesem Sack das machen, was du mit dem Schnorchel tust, nämlich Luft einfangen und Luft dann da reindrücken. Einmal. Ja, und jetzt ist das tolle Ding da abgegangen. Das ist nicht kaputt, das ist einfach nur abgegangen, weil es halt keine besonders stabile Verbindung ist. Davon abgesehen dauert es lange. Der einzige Vorteil ist, man kann da nichts verdrehen wie beim Schnorchel. Ne? Also irgendeine Knotenbildung und dann geht es nicht weiter, ist hier nicht möglich. Ich habe zugegebenerweise auch noch nicht so viel Übung mit dem Ding. Ne? Ist noch recht neu, aber wir sehen. So, das ist jetzt die Matte in voll. Ne? Die ist also relativ lang, relativ schmal und das Aufpusten mit dem Beutel geht aber deutlich länger. Muss man die Geduld für aufbringen, ist auch nicht weiter schlimm, aber im direkten Vergleich gewinnt beim Aufblasevorgang, übrigens auch beim Luftablasvorgang, definitiv die Expettmasse. Das ist da besser. So, aber wenn man dann die aufgepusteten Matten nebeneinander liegen hat, dann ist überhaupt keine Frage, was da gewinnt. Weil die hier, die ist 15 Gramm schwerer als die Expettmatte. Die Expettmatte ist bis minus 4 bis minus 6 Grad, sage ich jetzt mal. Tendenziell noch ein bisschen weiter runter, wenn du in einem Schlafsack liegst, dem die Unterlage relativ egal ist. Beispielsweise so ein militärischer Schlafsack, der nach unten genauso gut isoliert ist wie nach oben. Insgesamt Kunstfaserschlafsack ist das auch nicht so wichtig. Da kann man auch bis minus 10, ich kann bis minus 10 auf dieser Matte noch ganz gut schlafen, in einem entsprechend warmen Kunstfaserschlafsack, wohlgemerkt. In Daune nicht. In Daune ist bei minus 3 oder sowas ist der Schluss. Dann wird es nach unten hängen wirklich schon kalt. Die Expettmatte hat halt Reserven bis minus 22 und wiegt nur 15 Gramm mehr. Und das ist Gewicht zu Wärmeverhältnis wirklich unschlagbar und das ist derartig krass viel besser, weshalb ich mir dieses Ding jetzt eben zugelegt habe. Jetzt sagt man diesen Expettmatten, Matten der Reihe X-Lite oder da gibt es ja auch noch die Neo Air X-Lite, genau, das ist ja die klassische Ultralight-Wandermatte, mit der jeder Depp bis vor kurzem unterwegs war. Wenn er Ultralight sein wollte, musste er diese Matte nehmen. So. Die hat den Nachteil, dass die relativ viel Geräusch gemacht, wenn man dran rumspielt. Die X-Therm, das geht. Also das finde ich wirklich erträglich. Und ich kann euch berichten, das müsst ihr mir einfach glauben, die macht nur dann Geräusche, wenn man sich auf dem Ding auch bewegt. Wenn man sich nicht bewegt, dann hört man überhaupt nichts. Und ganz ehrlich, so laut ist das jetzt auch nicht. Ne? Da drin ist schon ein knisterndes Material, das dadurch eben für die gewisse Isolation sorgt. Aber wenn man die stramm aufpustet, dann drückst du da auch fast nichts zusammen. Es ist eher auf dem Level, wie ich jetzt mache. Und das kann man wirklich sehr, sehr, sehr gut ertragen. Das ist überhaupt kein Problem. Legt man sich auf das Teil drauf, ist sofort warm. Es fühlt sich sofort nach unten super, super warm an. Dass sie also eine 4-Jahreszeiten-Matte sein soll, ich glaube, im Sommer ist sie einfach zu warm. Gewichtstechnisch, die beiden Matten-Setups,
Ja? Dadurch, dass hier der Schnotzelback weg ein bisschen schwerer ist, nehmen sie sich insgesamt nur irgendwas, und das Reparaturset hier ein bisschen schwerer ist, insgesamt nehmen sie sich irgendwie was mit 8 Gramm, um die 8 Gramm. Ne? Und dafür hat die volle Länge, ist an der breitesten Stelle fast genauso breit wie die hier. Der Unterschied ist nicht besonders groß. Ich liege auch noch gleich drauf, dann könnt ihr das noch schnell sehen. Und wirklich nicht. Also die Matte ist definitiv überlegen, insgesamt. Ja, auch wenn das Knopfhoff von Expat-Matten wirklich nicht schlecht ist. Es hätte auch von Expat übrigens eine fast genauso warme Matte gegeben, 4 Grad weniger warm, die auch fast genauso viel wiegt wie die hier und auch dann mit einer Mumienform einherkommt. Das sind dann die rote Serie von den Expat-Matten, nicht mehr orange, sondern rot. Und mit der hatte ich auch geliebäugelt. Aber in Anbetracht dessen, dass die hier noch wärmer ist, noch ein Ticken leichter als die rote Variante von Expat und damit noch ein bisschen und dabei noch ein bisschen größer ist und eben dieses super robuste Außenmaterial hat, das spielt ja auch wirklich noch eine Rolle, gerade bei solchen Luftmatten, nachdem ich jetzt mal schon Löcher, ich hatte mehrere Löcher in mehreren Luftmatten, ja, aber nachdem ich jetzt hier auch schon ein Loch drin hatte, ist das Thema Löcher bekommen wirklich was mich inzwischen umtreibt. Und deswegen habe ich gedacht, will ich die hier haben und sie wird hier noch breiter. Breiter, 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 breiter und hier ist sie ganz breit. Ich passe gerade noch so drauf. Ich wäre gern so breit, dass ich nicht mehr ganz drauf passe, aber ganz so breit bin ich dann auch nicht. Und ja, wie gesagt, ich lege mich noch mal kurz drauf, zeige ich das noch mal und das wäre dann der Vergleich. Dann kann man selber mal überlegen, ob man lieber eine Expat-Matte oder lieber eine Thermarest-Matte haben möchte. Ach, eine Sache noch, bevor wir den Liegevergleich machen. Die Struktur in diese Richtung hat natürlich den Vorteil, dass du in diese Richtung erheblich weniger rutscht. Das ist so, habe ich auch getestet. Hat aber auch den Nachteil, dass du zur Seite etwas mehr rutscht. Und auch diese bequeme Tatsache, dass man hier einfach die Arme, wenn man entsprechend schmal genug ist, in diese Kuhlen reinliegen kann, das gemütlich ist, das hat man hier natürlich auch nicht. Ne? Da weiß man im ersten Moment, wenn man das erste Mal drauf liegt, vielleicht nicht so sehr, wenn man die anderen, die Expat-Matten gewöhnt ist, weiß man nicht so richtig, wohin mit seinen Armen jetzt und so. Aber stört mich nicht wirklich. Ne? Das ist einfach nur ein Unterschied. Dafür sind diese... Die schmiegen sich schön an die Wirbelsäule an, ja? Diese Wülste. Das finde ich, spürt man auch, gerade wenn man sie massiv aufpumpt, so richtig auf der harten Matte liegt. Man kann sie auch noch härter aufblasen als Expat-Matten. Also wer gerne eine harte Liegefläche braucht und das gerne mag, der ist mit den Thermarest-Matten auch besser bedient, also zumindest mit dieser hier, weil die einfach mehr Luft verträgt, mehr Druck verträgt, als das bei den Expat der Fall ist. Und ja, das schmiegt sich sehr schön an die Wirbelsäule an, finde ich. Gut, ich mache Testliegen, bevor das Licht hier weg ist. Wird langsam dunkel im Wald. Ist das da oben ein Tier? Nein, das ist nur ein Baumstumpf. Schade. Also man sieht, ich passe vollständig drauf. Ne? Komplette Länge. Alles gut. Ist ein bisschen schmal. Zum Beispiel die Arme kann ich nicht mehr auf der Matte ablegen. Dann fallen mir die seitlich runter, da ist einfach nicht genug Platz. Wenn ich auf der Seite liege, was ich übrigens tue, muss man auch wieder sagen, kriege ich noch einen Arm hier hingelegt, rutsche hinten aber fast runter. Da bin ich also zu einem Drittel ungefähr nicht mehr drauf oder ich rutsche halt etwas mehr in die Mitte. Dann kriege ich den Arm fast nicht mehr draufgelegt, dann rutscht der so leicht runter, bin aber komplett auf der Matte. Ich persönlich finde das nicht unangenehm. Andere Leute, die ungefähr meine Statur haben, müssen halt wissen, ob ihnen das reicht. Hängt auch davon ab, wie sehr ein ruhiger Schläfer oder nicht ruhiger Schläfer man ist. Super bequem, auch als Seitenschläfer. Wirklich super angenehm, schmiegt sich toll an den Körper an. Sie ist schön dick, die Matte, macht wirklich ein tolles Gefühl für den Rücken. Und sobald man drauf liegt, jetzt ist es nicht kalt, aber sobald man drauf liegt, hat man sofort das Gefühl, wow, ist das Ding warm. Ja, also die reflektiert, da ist also eine reflektierende Schicht drin, irgendwie Alu oder was auch immer, keine Ahnung. Reflektiert sofort die Körperwärme zurück zu demjenigen, der drauf liegt. Und es ist sofort super, super angenehm warm. Jetzt wird die Temperaturen eigentlich zu warm. Ne? Aber bei den Temperaturen, die jetzt herrschen, brauchst du überhaupt keine Jesomatte. Da schaufelst du ein bisschen Laub zusammen und schmeißt hier so ein Ding drauf. Ne? So eine BW-Mehrzweckunterlage. Reicht vollkommen. Also für den Sommer ist das alles eh egal. Wichtig ist so ein Teil natürlich, wenn es kalt wird.
So, die Alternative. Tada! Also, wenn ich hier mit dem Kopf noch drauf liegen möchte, ja, ein bisschen Spielraum ist noch. Ja, dann passen die Beine definitiv nicht mehr drauf. Als Seitenschläfer ist das dann auch wieder relativ egal, wenn man auf der Seite liegt und die Beine eh anzieht, dann ist wieder Platz. Ne? Aber man muss schon ordentlich die Knie anwinkeln und je nachdem, was für einen Schlafsack man hat, geht das nicht mit dem Knie anwinkeln, weil der halt gegebenenfalls sehr, sehr, sehr eng geschnitten ist. Ja, dann hängen die Beine halt doch wieder unten. Also mit den Beinen unten hängen muss man sich bei so einer Short-Variante der Isomatte halt einfach anfreunden. Die habe ich damals genommen, weil ich halt einfach noch ein paar Gramm Gewicht sparen wollte. Es stört mich bis heute nicht sonderlich. Muss aber sagen, jetzt wo ich die Thermarest habe, finde ich es auch nicht schlecht, wenn die Beine nicht in der Luft hängen. Das hat schon durchaus gewisse Vorteile und ist ganz angenehm. Davon abgesehen, dass man natürlich immer noch einen Rucksack hinlegen kann. Ne? Aber ja, es ist schon nochmal zusätzlich gemütlich und es sorgt für wärmere Füße. Aber bei der Wärme merkt man sofort, ne? Wenn man auf der Thermarest liegt, hat man sofort das Gefühl, es wird warm. Hier, ja, es ist nicht kalt, ne? Das ist es nicht. Aber dieses sofortige Rückstau von Wärme, ne? Dieses sofortige Wärmerückreflektieren, das bleibt aus. Die Temperaturbereiche haben ja auch immerhin sage und schreibe 18 Grad Unterschied. Ja? Also kann man schon nachvollziehen. Diese Matte ist also gut. Würde ich mir die aber jetzt nochmal kaufen, jetzt wo ich die andere kenne? Nee, zumal die ja nicht ganz gleiche Geld kosten, aber die Preisdifferenz jetzt auch nicht so gigantisch groß ist. Ich habe jetzt für meine Thermarest gezahlt. Ich glaube, ich habe sie zum ganz guten Preis bekommen. Etwa 170 und für das Ding hatte ich damals gezahlt, ich glaube 130. Also, na gut, ihr wisst Bescheid, wie die Thermarest langfristig performt. Wie gesagt, ich kann es noch nicht sagen. Ich bin aber zuversichtlich und guter Dinge und ich werde die Thermarest, wo ist sie? Ganz weit weg ist sie, da hinten liegt sie. Die Thermarest auch mit nach Grönland nehmen und kann dann, wenn ich von Grönland wiederkomme, entsprechend berichten. Weil ich habe gedacht, für Grönland ist mir die hier einfach nicht warm genug. Weil ich habe da schon die letzten Nächte bei um die 0 Grad schon gemerkt, oh, nach unten wird's ein bisschen frisch. Und bei minus 4, für was sie ja ausgelegt ist, da habe ich schon ganz gut gefroren nach unten. Da musste ich meine Matte auf den Holztisch verlegen, weil Holz ja noch besser isoliert nach unten. Dann ging es wieder, dann war es warm genug. Aber wenn man die Matte bei minus 4 auf Stein legt, da war mir schon zu kalt. Im Down-Schlafsack wohlgemerkt. Im Kunstfaser ging das dann wieder. Gut. Das soll es gewesen sein. Super langes Video, um einfach nur mal kurz zwei Matten vorzustellen. Aber kurzfassen ist einfach nicht, beziehungsweise erfordert viel Konzentration, die ich nicht immer habe. So, macht's gut. Tschüss.